Hallo liebe Kicket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kicket 5.1.x. Hallo, heute möchte ich euch die Installation eines externen Plugins zeigen. Ich öffne dazu mal Kicket, gehe hier in den Leiterplatten-Editor und wir sehen hier unter Werkzeuge, es sind keine externen Plugins installiert. Ich schließe Kicket wieder. Na, und wir öffnen den Browser unseres Vertrauens. Mach das mal hier groß und wir geben hier oben in der Zeile ein github.com und wir schreiben gleich weiter /ecw für EasyWay und Enter. Kommen wir hier direkt auf der GitHub-Seite raus dieses Entwicklers. Wir sehen, dieser Entwickler macht hier auch die KiCad Step-Up Workbench fürs FreeCAD, die Manipulator Workbench fürs FreeCAD, noch ein paar andere Sachen und diese RF-Tools. Und das ist ein externes Plugin für KiCad. So, wir sehen dann hier die Dateien, die installiert werden. Und wir haben hier unten eine bebilderte Anleitung, was man mit diesen Tools machen kann. Nämlich hier zum Beispiel abgerundete Leiterplanen mit VR-Fences für HF-taugliche Platinen, entsprechende HF-Wizards und so weiter. Ich habe mich noch nicht im Detail in diese ganzen Tools eingearbeitet. Ich möchte euch heute hier nur die Installation zeigen. Dazu gehen wir hier oben auf diesen Link, mittlere Maustaste, Klick, es öffnet sich ein neuer Reiter. Und wir sehen hier die Installationsstruktur oder die Ordnerstruktur, wo wir sie installieren müssen. Und zwar hier sehen wir die Suchpfade für KiCad, die beim Start vom KiCad durchsucht werden nach externen Plugins. Da haben wir hier einfach mal das globale Plugin-Verzeichnis für alle Nutzer. Wer hier dieses Plugin installieren möchte in diesem Verzeichnis, der muss anschließend auch noch die Dateirechte alle anpassen, sonst funktioniert es nicht. Das ist recht aufwendig. Ich möchte euch das heute hier in diesem Linux-Home-Ordner, also Home, versteckter Ordner, KiCad Scripting Plugins, zeigen, wie es gemacht wird. Für Windows seht ihr hier unten die beiden Ordner, die müsst ihr dann entsprechend entweder global oder lokal für euch anlegen. So, für Windows nutzen wir jetzt hier also das Home-Verzeichnis, für Linux nutzen wir jetzt hier das Home-Verzeichnis. Ich markiere das, bitte hier den Punkt nicht vergessen zu markieren und wir kopieren uns diese Ordnerstruktur. Anschließend öffnen wir die Konsole mit Steuerung Plus, mache ich es hier mal ein bisschen größer, dass man es besser sieht. Und wir tippen ein mkdir. Leerzeichen minus P für Parents, um die Unterverzeichnisse mit anzulegen und wir fügen jetzt hier diesen Pfad ein. Wichtig ist hier der Punkt davor und das /scripting/plugins Enter. Damit wird jetzt hier dieser ganze Ordnerpfad in einem Rutsch angelegt. Wir können die Konsole schließen und wechseln anschließend in den Datei-Explorer. Ich habe jetzt hier schon mal die versteckten Dateien eingeschaltet. Ich schalte es nochmal aus. Wenn ihr den öffnet, sieht das bei euch erstmal so aus. Rechtsklick, verbogene Dateien anzeigen. Wir sehen jetzt hier einen Punkt-KiCad-Ordner. Wenn wir da reingehen, haben wir den Scripting-Ordner und den Plugin-Ordner. Da muss jetzt unser Plugin hinein. Ich mache hier mal zu. Und wir wechseln hier wieder im Browser in die Seite. Wir haben jetzt hier oben den Button Download und da können wir jetzt hier dieses Download ZIP machen. Hier wird dieses ZIP-File direkt heruntergeladen. Das sind ca. 6 MB. Wenn wir dann hier oben draufklicken, wechseln wir in den Download-Ordner. Wir haben jetzt hier dieses ZIP-File, können das markieren, schneiden es an dieser Stelle gleich aus, wechseln in unseren persönlichen Ordner, wechseln dann hier in den versteckten Ordner KiCad Scripting Plugins. Hier legen wir das ZIP-File ab. Wenn wir das getan haben, machen wir Rechtsklick drauf und sagen hier entpacken. Es entsteht der Ordner RF Tools und wir sehen jetzt hier drin die gesamten Dateien, die mitgeliefert werden. Wir gehen wieder raus und wir löschen das ZIP-File. Damit ist unser Plugin schon installiert. Wir können jetzt hier alles schließen und wenn ich hier KiCad öffne und in meinen Platin-Editor gehe, sehen wir hier oben schon 4 neue Buttons und unter Werkzeuge Plugins sehen wir doch mal hier die einzelnen Module dieses Plugins, was jetzt installiert wurde. So, ich möchte euch hier kurz nur mal die Funktion Abrunden einer Leiterbahn zeigen. Wir wechseln hier
in diese Leiterbahn, wählen ein Element an, halten die Shift, nicht die Steuerungstaste, die Shift-Taste gedrückt, wählen noch ein zweites Element, wollen jetzt diese Ecke hier mal abrunden, wählen das hier aus, wählen hier 1 mm und sagen Round und wir sehen hier eine abgerundete Ecke. Das soll es an dieser Stelle mal gewesen sein. Zu den weiteren Funktionen dieses Plugins werde ich dann im neuen Jahr noch einige Videos erstellen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, möchte mich mit diesem Video aus 2019 verabschieden, wünsche ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle für alle eingegangenen PayPal-Spenden bei mir. Vielen lieben Dank dafür. Auch nochmal vielen lieben Dank für alle Hinweise und Kommentare, die ich erhalten habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch und wir sehen uns hoffentlich gesund im neuen Jahr wieder. Macht's gut, bis dahin.